Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse mal eine Karte erstmal zu Beginn, Orakelkarte, springen. Und dann schauen wir mal, oder sind gleich zwei gekommen. Da haben wir hier den abnehmenden Halbmond in den Zwillingen, lehre deinen Geist. Und den abnehmenden Halbmond im Schützen, übe dich in Dankbarkeit. Da kommt mir so ein bisschen rein, sofort Thema Demut und Genügsamkeit. Vielleicht geht es bei dir gerade wirklich viel um das Thema Fülle, ne? Also wir haben ja hier mit den Zwillingen auch das Thema Gedanken, Kommunikation, Wissen. Das gleiche gilt auch für den Schützen. Und der Schütze ist so diese Fülle, Jupiter, Expansion, Fülle, Erfolg, Glück. Aber der Schütze oder die Jupiter-Energie kann auch in das Übermaß kommen. Und vielleicht machst du dir ja Gedanken aktuell, was brauchst du denn tatsächlich, um für dich glücklich zu sein? Ich glaube, du bist aktuell in einer Phase, wo du wirklich... Guckt mal an der Unterseite, das muss ich gleich noch mit dazu nehmen. Abnehmender Halbmond in den Fischen, rede weniger, empfinde mehr. Fische, 12. Haus ist ja auch wirklich die Anbindung nach oben, ne? Also die Erfüllung auch einfach im inneren Frieden auch irgendwo zu finden, ne? Wir brauchen sicherlich alle Geld und auch einen gewissen Erfolg und eine gewisse Anerkennung. Das braucht jeder, das ist auch ganz menschlich, aber... Es kann wirklich sein, dass du dich heute ganz klar damit auseinandersetzt, wie viel brauchst du von allem, um wirklich glücklich zu sein? Und was gibt es dir, wenn du vielleicht ganz viel Erfolg im Beruf hast, aber dafür niemanden hast, mit dem du es teilen kannst? Oder dass du, wie gesagt, erfolgreich bist, aber eben nie sicher sein kannst, welche Freunde sind wirklich wahre Freunde, ne? Und es kann, wie gesagt, sein, dass du dich heute mit dem Thema Genügsamkeit, Demut, Dankbarkeit ganz stark auseinandersetzt und fühlst. Du fühlst, was brauchst du, um glücklich zu sein. Ne? Wir schauen mal weiter. Oder es geht auch um Wissen, dass du dir auch neues Wissen aneignen möchtest. Vielleicht auch Wissen in völlig anderen Bereichen, im Bereich der Spiritualität, der Heilung. Und du arbeitest vielleicht in einem völlig anderen Bereich und möchtest dich aber hier irgendwie verändern, weil du das Gefühl hast, das erfüllt dich alles nicht mehr, was du gerade tust. So, welche Tarotkarten werden denn heute wichtig? Da haben wir hier schon mal das Rad des Schicksals. Ja, hier wandelt sich etwas. Oder du bist an einem Punkt in deinem Leben. Hier haben wir die Mäßigkeit, die Heilung, der Ausgleich. Ja, eine Karte noch. Ja, und das Ass der Münzen. An der Unterseite der Herrscher. Ja, das ist eine sehr klare und strukturierte Energie. Irgendwas hat sich hier gewandelt. In dir selbst, im Außen, im Beruf, in Freundschaften, in Partnerschaften. Ein Rad hat sich gedreht. Du hast dich verändert. Oder du wurdest gezwungen, dass du dich veränderst. Hier geht es darum, ein rechtes Maß zu finden. Eine Chance auf Stabilität und Beständigkeit und trotz allem auch neue Möglichkeiten zu nutzen. Es geht wahrscheinlich hier auch um das Thema Konsequenz, Struktur, Klarheit oder es geht auch um einen Menschen, der diese Anteile verkörpert. Das könnte jetzt auch ein Partner sein, ein Vorgesetzter, eine Vaterfigur, irgendeine Person, die hier für dich wichtig wird. Und du überlegst, inwiefern habe ich denn bisher in meinem Leben das gemacht, was mich wirklich erfüllt? Und ich habe das Gefühl, hier zeigen sich heute Chancen und Möglichkeiten auf, die dich entweder wirklich in diese absolute Dankbarkeit bringen. Das könnten Kleinigkeiten sein, ne? Das könnte eine Nachricht sein, die auf dich zukommt oder ein Angebot. Und das macht dich so glücklich, obwohl es vielleicht etwas ist, was dich früher überhaupt nicht vom Stuhl gehoben hätte. Und hier wandelt sich irgendetwas. Ein Rad dreht sich oder das Rad des Schicksals dreht sich. Ich glaube, du könntest überrascht werden in der eigenen Wahrnehmung. Oder etwas gleicht sich auch aus.
Der Herrscher könnte auch für eine Autoritätsperson, Richter, Anwalt, einen Arzt oder wie auch immer stehen. Und irgendwas könnte sich heute ja auch hier ausgleichen im Bereich der Finanzen, im Bereich des Selbstwertes, im Bereich der gesundheitlichen Themen, ne? Also auch das Thema Heilung, dass ja etwas in den Ausgleich kommt. Wir schauen noch mal mit dem Eftertarot. Eine Klärungsenergie für das Rad des Schicksals, bitte. Eine Klärungsenergie für das Rad des Schicksals. Wahnsinn. Die Vier der Münzen. Stagnation bedeutet den Tod. Irgendetwas, ne? Die Vier der Münzen ist auch diese extreme finanzielle Geizenergie, dass man extrem festhält, unflexibel ist, Angst hat vor finanziellen Verlusten und dadurch vielleicht auch einfach Chancen und Möglichkeiten nicht nutzt. Es könnte wirklich auch sein, dass eine finanzielle Engpasssituation hier sich auch auflöst, dass sich etwas wandelt, dass du für etwas dankbar sein kannst. Eine Klärungsenergie für die Mäßigkeit, eigentlich. Der Gehängte. Neptunenergie. Man ändert eine Perspektive. Man erkennt jetzt etwas. Man hat einen Geistesblitz. Man bekommt Unterstützung. Wir schauen mal weiter, ihr Lieben. Eine Klärungsenergie für das Ass der Münzen, bitte. Eine Klärungsenergie für das Ass der Münzen. Ja. Kommt ja an einem neuen Ufer an. Und hier haben wir die vierte Schwerter. Das ist auch eine Heilungsenergie. Irgendwas kommt ja, wie ich das hier vorhin schon sagte, in die Bewegung. Man kann für irgendetwas dankbar sein. Man kommt aus einer festgefahrenen Situation hier raus. Jemand nimmt dich an die Hand. Du bist nicht alleine. Und du betrachtest etwas anders als sonst. Ich lasse mal noch eine Klärungsenergie für die vierte Schwerter. Und Heilung. Irgendwas heilt hier ab. Irgendetwas, was dich aufgrund karmischer Prozesse auch immer wieder geärgert hat, was sich immer wiederholt hat. Ne? Vielleicht hattest du tatsächlich auch gesundheitliche oder körperliche Erscheinungen aufgrund psychosomatischer Themen. Und das heilt jetzt ab. Das heilt ab. Du lässt los. Guckt mal, hier haben wir die fünf der Schwerter. Und der König der Kelche. Du überlegst, ja, eigentlich kommt mir hier, du lässt halt los. Du lässt irgendwas los. Ein altes Denkmuster, eine alte Energie. Du kommst jetzt ins Fließen. Ne? Wir haben hier über dich in Dankbarkeit, rede weniger, empfinde mehr. Und hier haben wir den König der Kelche, der Emotionen ins Fließen bringt. Vielleicht bewegt sich hier etwas. Und ich sage immer, die Emotionen dürfen in Fluss sein. Ne? Also Stagnation bedeutet den Tod. Es könnte wirklich sein, dass sich hier in einer festgefahrenen Situation, das kann jetzt bei dir oder bei einem Gegenüber sein, dass sich plötzlich etwas bewegt, dass man jetzt etwas erkennt, dass man eine Lösung findet, dass man hier ein altes Ufer verlässt. Hier kommt Bewegung rein. Festgefahrene Situationen lösen sich auf. Dankbarkeit, Gefühle, Klarheit. Vielleicht war der Herrscher hier jemand, der eben nie Gefühle zugelassen hat, der hier eher sehr, ne? Gefühle braucht kein Mensch. Ich bin ja lieber klar und strukturiert und dafür wirklich beständig und belastbar. Und jetzt kommt hier irgendwo Gefühl in eine Situation. Und dadurch können Dinge abheilen, weil eben Gefühle in den Fluss kommen, angestautes, ne, geht raus. Gerade auf der körperlichen Ebene kann angestaute Wut, Traurigkeit, Enttäuschung, kann sich massiv auf die körperliche Gesundheit auswirken. Und hier, man kämpft nicht mehr, man lässt los. Die Fünf der Schwerter ist eine Energie, die sagt, wo lohnt es sich denn eigentlich, den Kampf zu gehen? Und was würde ich tatsächlich gewinnen, wenn ich gewinne? Und vielleicht hat man hier an Themen festgehalten, auch, was weiß ich, dass Geld besonders wichtig ist. Geld, Geld, Geld. Ich muss Geld verdienen, ne? Und ich brauche Geld. Oder ich muss gut aussehen oder ich muss immer für andere da sein. Also auch so ein alter Glaubenssatz oder so ein Muster, wo man im Leben immer massiv festgehalten hat und sich dadurch selbst unbeweglich gemacht hat, das wird hier losgelassen. Das wird losgelassen. Oh, sind noch Karten runtergefallen. Ich lasse jetzt hier mal noch ein Krafttier springen für die heutige Tagesbotschaft. Welches Krafttier wird heute wichtig? Welches Krafttier? Der Kojote, das haben wir jetzt auch ganz oft. Närrische Weisheit, unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles, die in deinem besten
Vertraue dem Weg. An der Unterseite die Ente, die wärmende Herzensliebe. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Also folge ja auch ganz klar deinen Emotionen. Ne? Ja, ihr Lieben. Sehr gefühlvolle Nachricht oder Tagesbotschaft. Ja, schöne Tagesbotschaft. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.